im Sortiment von No fehlt jetzt nicht mehr viel. Eigentlich habe ich jetzt fast alle Produkte ausgetestet. Heute sprechen wir mal über das chemische Peeling und wie ich damit zurechtgekommen bin. Das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich bin ein großer No-Fan, denn No ist eine hochwertige Marke, die es im Drogeriebereich gibt und auf die man sich verlassen kann. In diesen Produkten findest du kein Mikroplastik. Ich möchte dich wirklich nochmal so ein bisschen sensibilisieren. Guck mal auf deine Produkte drauf, was da drin ist. In vielen Drogerieprodukten wird jetzt damit beworben, dass kein Mikroplastik enthalten ist. Aber wie ist es in deiner Kosmetik? Wie ist es in deiner Haarpflege? Wie ist es in deinem Waschgel? Also da wirklich nochmals die Augen aufhalten und gucken, dass man da eben eher Marken unterstützt, die eben kein Mikroplastik verwenden. Und No ist so eine Marke. Ich bin ein großer Fan von chemischen Peelings, denn die machen für mich jede Menge. Das bedeutet, wenn ich ein chemisches Peeling anwende, ob es jetzt AHA, BHA oder PHA, AHA und PHA bringen mir ein bisschen mehr als das BHA, weil ich nicht so häufig jetzt irgendwie Pickelchen habe oder so. Da ist ja die BHA-Säure ein bisschen interessanter, wenn man eher so zu unreiner Haut neigt. Und AHA macht halt diesen Glow. Und bei der Glykolsäure, das ist ja so die intensivste AHA-Säure, ist es halt so, dass nicht jeder das verträgt. Es gibt dann noch die Milchsäure, die eben auch zum AHA gehört. Und hier ist AHA und PHA vereint, Milchsäure und eben PHA, die PHA-Säure. Und die ist halt wirklich unwahrscheinlich gut verträglich. Ich hatte ja auch schon das Waschgel probiert. Und beim Waschgel war es ja auch so bei mir, so die ersten Male habe ich jetzt nicht so eine krasse Wirkung gemerkt. Aber als ich eben hergegangen bin und die Sache regelmäßig angewendet habe, sogar zweimal am Tag, das soll nicht jeder machen, ne? Das muss ich an der Stelle echt auch sagen, weil du musst wirklich darauf achten, wie deine Haut reagiert. Und am Ende schmierst du dir halt eine Säure ins Gesicht und wenn das halt nicht einhergeht, darf man die Haut nicht zwingen zu etwas, was sie nicht will, weil das ist wie beim Sonnenbrand auch. Also wirklich auf die Haut achten. Ich kann da recht viel vertragen, weil ich eine fettige Haut habe, weil ich große Poren habe. Und solche Hauttypen vertragen in der Hinsicht halt schon ein bisschen mehr. Den größten Küstenerfolg habe ich nun mal mit AHA gepaart mit Niacinamid. Das haben wir ja inzwischen fast überall drin. Der Stoff wird ja richtig krass beworben inzwischen. Und gerade diese Kombination AHA und bei mir das Niacinamid bringt meine Haut dazu, dass sie nicht so schnell fettet. Na, also es funktioniert bei mir unwahrscheinlich gut. Ich hätte nie gedacht, ne? Und PHA ist halt eben eine Säure für Menschen, die mit der AHA-Säure gar nicht gut zurechtkommen. Die dürfen es gerne mal mit PHA eben probieren. Jetzt habe ich es oft genug gesagt. Die ist meistens verträglicher für die Haut. Und ich kann mir auch vorstellen, die Kombination Waschgel und das hier ist wahrscheinlich noch ein Ticken in eine richtig gute Richtung. Aber ich habe eben auch einige von euch lesen dürfen, die eben mit dem Waschgel gar nicht zurechtgekommen sind. Und das kann man halt einfach ein bisschen gezielter einsetzen. Ne? Waschgel, dass man immer so ein bisschen versucht, das jeden Tag zu verwenden. So ein Serum, das setzt man halt gezielt ein, gerade wenn man so ein Active hat. Hier ist ebenfalls dann auch noch Panthenol mit drin. Aloe Vera, was die Sache halt einfach echt gut verträglich macht. Und wir haben eine klare Flüssigkeit dieses Mal. Ja. Ich verwende tatsächlich so eine ganze Pipette. Ich kann das ohne weiteres verwenden, da passiert überhaupt nichts. Und es kribbelt bei mir auch gar nicht auf der Haut. Das Kribbeln ist auch gar kein Anzeichen dafür, ob die Sache funktioniert oder nicht funktioniert. Es ist also die Erfahrung, die ich jetzt mit No-Produkten gemacht habe, ist eher die, dass sie eher so ein bisschen subtil arbeiten. Sie arbeiten auf jeden Fall, aber es gibt keinen so Soforteffekt.
den gibt es eh selten. Man muss bei so Stoffen halt wirklich ein großes Vertrauen haben. Und da ist Know halt einfach eine richtig gute Marke, auf die man halt wirklich zählen kann. Ne? Ich bin echt gespannt, was es da also im Sortiment noch alles geben wird, muss ich wirklich sagen. Also da bin ich echt gespannt. Hast du Erfahrungen mit chemischen Peelings? Kannst du gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Ich habe zu dem Thema Säuren ebenfalls ein Video mal gemacht. Das werde ich dir mal unter das i legen, wo ich die Säuren nochmal erkläre, was was ist und welche wie wirkt. Kann ich dir auf jeden Fall mal unter das i legen. Und ich werde dir auch meinen No-Ordner mal unter das i legen. Da habe ich schon einige Produkte getestet. Wie schon erwähnt, viel fehlt mir nicht, was ich so im Sortiment von Noels getestet habe. Ob das für mich ein Nachkaufprodukt wäre? Eher nein. Das ist aber auf jeden Fall eine Empfehlung, was ich an euch Zuschauer rausgeben möchte. Also gerade an die Menschen, die überlegen, ah, ich probiere es jetzt mal mit einem chemischen Peeling, aber eigentlich habe ich Respekt davor, dass das echt gutes Produkt. Das funktioniert auf jeden Fall, aber es wirkt halt überhaupt nicht reizend. Denk bitte daran, wirklich. Also es ist echt wichtig. Wenn du Säuren im Gesicht anwendest, musst du Sonnenschutz tragen. Na, also Sonnenschutz 2 oder so, jeden Morgen. Aber wenn du Säuren trägst und immer noch keinen Sonnenschutz aufträgst, du erhöhst das Risiko von Hautkrebs immens. Also wirklich Sonnenschutz auftragen, dann bist du halt wirklich safe. Ich meine, Sonnenschutz auftragen sollte man so oder so eigentlich jeden Tag. Aber bei der Säure, du nimmst ja die Schuppenschicht runter von deinem Gesicht, von diesen toten Schüppchen. Du bist ja der UVA-Strahlung noch mehr ausgesetzt. Von dem her Sonnenschutz. Das ist wirklich wichtig, wenn du mit Säuren hantierst, so oder so. Ne? Also sage ich immer wieder ganz gerne in meinen Videos. Und den Preis habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Ich werde dir auf jeden Fall jetzt mal alle Informationen über dieses Produkt nochmal einblenden. Preis war, glaube ich, 15 Euro rum. Bin mir dann nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber das ist ein echt guter Preis, denn man kann eine schöne Gesichtspflegeroutine, die muss nicht teuer sein. Und wenn man so dieses kleine Extra haben möchte, dieses Plus, dann ist das ein richtig gutes Produkt. Ne? Also eine normale Gesichtspflegeroutine mit Gesichtswasser und Öl und so weiter, die muss definitiv nicht teuer sein. Und das so als kleines Extra, so als kleiner Luxus, ist eine richtig tolle Sache. Kennst du das Produkt schon? Hast du es ausprobiert? Hast du generell eine andere Meinung zu dem Produkt? Das ist eben wichtig, weil unsere Häutchen sind alle unterschiedlich. Und wenn du eher so typ empfindliche Haut bist und das halt gar nicht verträgst, schreib das gerne unten in die Kommentare. Das ist wichtig für meine Zuschauer, damit sie abwägen können, kaufe ich das Produkt oder kaufe ich es nicht. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Du denkst an den Daumen nach oben und lass uns wirklich in den Kommentaren darüber so ein bisschen diskutieren, wie wir mit dem Produkt klargekommen sind oder wie du mit dem Produkt klargekommen bist, was für ein Hauttyp du bist. Das ist natürlich immer interessant, sowas zu lesen, und ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!